Hier redet der Zukunft, Michael. Ich hab's überlebt schon, aber es ist viel schief gelaufen. Du sollst den Leuten erstmal erklären, was hier abgeht. Ja, es geht so. Wir sind hier gerade im Dachboden von Odin. Und hier wurden viele Morde gemacht und hier fliegen Geister rum. Und wir möchten gerne gucken, ob wir, sage ich mal, diese gruseligen Momente miterleben können. Weil wir haben gehört, Odin lebt hier noch. Und mal schauen, ob irgendwas passiert. Hinter den Wänden sind 2,5 Leichen versteckt, vermutet man. Aber gut. Spaß auf weg. Die Sache ist, ein Spiel, wir haben Karten hier, eine Karte pro 10 Minuten. Wenn die 10 Minuten rum sind, wir haben eine Sanduhr hier, dann 10 Minuten. Was an? Yay! Und damit herzlich willkommen. Hallo! Vollkommen überbelichtet, also ja, ein bisschen. Mal, ja, hier sind wir jetzt. Wo sind die Karten? Die Karten? Wir brauchen Karten. Die habe ich. Das sind die Karten. Ja. Ja. Die schon da sind. Herzlich willkommen, das wird lustig. Ich mache auch kurz einen Livestream hier, deswegen zeige ich das hier. Kurz? Kurz, nur 24 Stunden gehen wir live. Mal kurz, was ist denn dann langer für dich? So, das wird lustig. Wir mischen jetzt ein paar Karten. Eigentlich darf ich noch gar nicht auf diesem Hocker hier sitzen. Den muss man sich auch noch verdienen. Stimmt, den muss man auch verdienen. Okay, meine Karten sind safe. Echt? Oh, ich weiß nicht, Mann, Alter. Hey, nochmal mischen. Ja, misch mal richtig, ja. Alter. Wir haben wirklich erstmal, wir haben nur einen Boden hier, einen Steinboden. Und wir müssen jetzt alles gewinnen. Da legen wir alles hin. Warte mal, ich misch nochmal. Dann geht's jetzt los mit der ersten Karte, ne? Ja. Oliven! Die erste Karte wird gezogen. Okay, warte. Wo ist die Sanduhr? Die Sanduhr. Die Sanduhr. Sanduhr. So, wir haben jetzt hier eine Sanduhr und die drehen wir um und das ist nicht gut. Das stimmt. Die Sanduhr geht jetzt eine halbe Stunde? Ja, erst die dunkle. Erst die dunkle Karte. Okay. Wir werden hier 24 Stunden sein. Für dich ziehen und du für mich? Okay. Okay. So, die erste Karte wird gezogen. Karte. Oh, wir kriegen eine Pflanze. Yay! Yeah. 2 Pflanzen zur Auswahl. Okay. Ja, ich nehme dann mal auf. Okay. 30 Stück. Okay. Sieht aus, Alter. Das ist schon eklig, weil man weiß ja, dass hier mal eine Zählst Leiche... du? Ja, 6 glaube ich jetzt. Oh. 7. Hier liegt so eine tote Leiche. Du hast schon mal eine lebendige Leiche gesehen. 34? Ja. Oh, Mann. Na, immerhin machst du ordentliche. Komm, ich stütz dich. Ja, das wäre schön. 21. Ich hoffe, 21, ey, nicht, dass wir hier bescheißen. 23. Bei mir ist diese Blume so wichtig, ich muss das schaffen. Die Blume? Diese Blume. 25, 26, 30. Warte, machen wir nochmal 2, falls du dann doch nicht genug hast. Ja, okay. Sonst heißt es, wir betrügen. Ja, stimmt. Und die sagen, wir betrügen, mach ich noch eine. Dann zeig mal die Pflanze her. Also, wir haben uns diese Pflanze verdient. Die wolltet ihr, ne? Cool. Yeah. Oh, cool, die Pflanze haben wir gewonnen. Das ist doch schön. Was machen wir jetzt damit? Ja, die stellen wir hier hinten hin, dann sieht das freundlich aus. Ja. Ach, da, wo die Leiche war. Ja, okay. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht aus wie ein Abenteurer, ne? Das sieht schon geil aus. Auf die Zeituhr läuft ab. Auf der Suche nach dem magischen Schatz. Ja, Mann. Der Illuminati-Schatz. Sandu ist gleich abgelaufen, 2 Minuten noch oder so. Geil. Die Schwarzen war das, ne? Ach du Scheiße. Was? Okay. Zeig in die Kamera mal. Was ist es denn? Wir haben ja gerade das Fenster zugemacht, ne? Fenster auf. Oh, ja. Ihr könnt entscheiden. A ist Fenster auf, B Licht aus. Licht aus? Licht aus, ja. Licht aus ist super. Aus. Das ist richtig gut. Fenster auf oder Licht aus? Ja, wir haben die Karte gezogen gerade. Ne? Eine halbe Stunde ohne Licht. Das wäre ja lustig. Ach du Scheiße. Das große Licht, das sieht schon groß. Aber erstmal lassen wir es so ein bisschen düster. Hier, Sortes hat die Karte. Ne? A ist trinken, B ist räuchern und der Chat hat entschieden, Sortes darf was trinken und er hat sich ein Bier ausgesucht. Chat der Erde. Die Karte? Achso. Ja. Die Karte? Egal. Sortes hat, ich habe für Sortes die Karte gezogen, Hanteln oder Fahrrad und die Zuschauer müssen entscheiden. Nächste Stimme entscheiden. Okay. Zweimal A, zweimal B. Ja, dreimal A, ne? Hantel. Ja, willst du die holen? Oder? Ich hol die mal. Okay. Weiß ich, aber hier ist die Hantel, die ist verdammt groß, was er bekommen hat. Ah ne, 5, 7,5. Mhm. Das sind 15, das sind nicht 20, 25 Kilo irgendwie so. Jetzt haben wir eine Hantel. Ja, Jetzt haben wir eine Hantel. Aber mir wird warm dadurch. Vergessen. Wir haben jetzt, Sortes hat mir jetzt hier was gezogen, ein Kissen und ein Bild. Was für ein Bild? Ja, was für ein Bild? Also ich, jetzt mal ehrlich, ich glaube, ich wäre für ein Kissen. Was machen wir mit einem Kissen? Aber Bild ist viel interessanter. Aber Bild wäre geil hier, ne? Dann sieht man diesen Siff nicht mehr. Ja. B, ein Kissen.
Aber wo wollen wir das denn hinlegen, Alter? Wir haben Kissen bekommen. Danke, Chat. Wohin damit? Hier vielleicht nochmal? Ach, sitzt du erstmal drauf. Will ich da drauf sitzen? Ist das geil? Ach ja, geht, ne? Ja. Dann Drehuhr bitte nochmal drehen. Ach ja, stimmt. Ja. So, das muss die Maske jetzt tragen. Boah, die ist so versifft, ne? Überall sind Zombies und ja, einfach zu viele Zombiespuren. Er muss jetzt überleben und ich sterbe jetzt bald, glaube ich. Alter. Das sieht doch gut aus. Die ist gar nicht richtig eingestellt, Mann. Kannst du. Stinkt das hier, Mann. Oh nein. Sorry, ich wollte nicht lachen. Oh, scheiße. Boah, ist das ekelhaft. Wie alt ist die denn? Alter, ist das. Die Gummis sind komplett tot. Oh, scheiße. Alter, ich muss erstmal hier die Gummis straff ziehen. Welche Karte habe ich bekommen? Das ist komplett erledigt. Welche Karte habe ich bekommen? Finsternis. Das bedeutet, er muss da hinten in die Ecke rein. Oder ihr gebt ihm eine Tesla-Spule. Ah, Tesla-Spule ist schon geil. Ach so. Dreimal jetzt schon das aufgenommen. Immer wieder nicht geschafft, weil die Katze kratzt hier links. Jetzt ist alles gut. Ja, wir spulen jetzt 4 Stunden vor, weil der Finsterniskeller, sag ich mal, da konnte ich halt nicht aufnehmen, es war zu dunkel. Ich habe jetzt eine Birne schon gewonnen und wir mussten jetzt das Licht auf Rot stellen. Und das geht jetzt für euch weiter. Ich mach schon mal Rot an. Alter, sieht das cool. Mann. Jetzt können wir Geistergeschichten erzählen. Ach du Scheiße, Mann. Gibt es noch eine Rettichkarte? weil die Birne ist geil. Überlege, ob ich mir die aufhebe, ey. Wer weiß, wann ich wieder mal Essen bekomme. Ja, die Sanduhr ist auch abgelaufen. Das bedeutet, ich muss noch mal. Ja, ich muss noch eine ziehen, genau. Soll ich für dich eine ziehen? Ja, genau. Ich muss noch. Ja, ich brauche noch eine. Oh, okay. So, dann kommt die Sanduhr erstmal zu mir. Sortes ist ein bisschen am Arsch. Wir könnten jetzt. Das ist gerade wirklich wichtig, ne? Was? Diese Karte kann alles entscheiden, ob wir jetzt alles verlieren. Oh nein. Ja. Ich denke es mir schon. Ich weiß es schon. A ist einmal ein Minus-Item. Und B ist 2 Items, ne? B ist 2 Minus-Items. Wir können jetzt Decke und Kissen gleichzeitig verlieren. Bitte nur ein Item weg, dann haben wir wenigstens noch die Decke. Wenn ihr Spaß möchtet, ihr wisst, was ihr wählt, ne? Oh nein. Und wir müssen gleich noch 10 Minuten die nächste Sanduhr auf einem Bein stehen. Voller Mann. B! Sag keiner. Ah, scheiße. Ja, oh, bitte, bitte nicht. 2! Nein, bitte nicht, B. Oh, 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 oh. Wir haben dann gar nichts mehr. Wirklich nur Rotlicht. Danke, Mila. Stehen auf dem Bein. Danke, Aldilet. Okay, 2-2. B. Und Kevin war auch B. Wir haben 3-mal B. Und 2-mal A. Was schreibt dein Chat denn? Den gibt's auch noch. Guck da lieber mal. Ja, ich hab leider. Da schreibt keiner! Okay. Was ist los mit euch? Wir haben 3-3. 3-3. Oh, danke! Letzte Stimme noch. Was? So, okay, wir müssen ein Item abgeben. Ein Item. 4-3. Willst du die Kissen? Ja. Ja, Alter! Yeah! Okay. Oh mein Gott! Hä? Stimmt, B, B. Ja. 2-mal B. Oh. Ja, toll, dann müssen wir die Decke auch noch mit einnehmen. Ja, dann geht die Decke weg, entschuldige. Chies Chat ist eingefroren hier bei seinem PC. Toll, und jetzt Decke auch noch weg. Mach das gleich, humpel hier nicht. Wir haben gar nichts mehr. Nee. Wir haben wirklich alles verloren. Aber wir haben uns. Okay. Du darfst aber. Fall nicht hin. Du darfst dich aber kurzzeitig abstützen, hat er gesagt. Ah, okay. Also einmal so hier kurz festhalten darfst du. Mhm. Aber nicht lange. Wir haben jetzt gar nichts mehr, ne? Nix. Was eine Karte so ausmacht. Weil wir kriegen jetzt einen Mini-Teppich. Wo ist der denn? Da. Ein Mini-Teppich. Schon lustig, weil wir haben ja jetzt gerade einfach die Decke verloren. Und jetzt haben wir wieder einen Teppich. Das ist cool. Ne? Das ist das Mini-Teppich. Geil. Dankeschön. Mal. Chillig. Ja. Dankeschön. Aber, was musst du dafür machen? Ach so, stimmt. Oh nein. Du musst einmal Knoblauch essen. Nein. Nein. Boah, jetzt schon. So, ich muss Knoblauch essen? Ja, du musst einmal. Gib mal die Karte. Hier, das ist das hier, das sehen. Hier, einmal Knoblauch. Ja, weißt du, wie Knoblauch brennt, wenn du den frisch isst? Ja, weiß ich. Das ist richtig ekelhaft. Boah. Dafür kriegst du immerhin einen Mini-Teppich, ne? Ja, der wäre wahrscheinlich wieder weg. Oh nein, wir müssen Zeitlimit machen. Ja, wenn du Knoblauch gegessen hast, danach steht hier, wie lange er den Mini-Teppich verhalten darf. Ah, geil. Vielleicht darfst du ihn ja 10 Minuten oder so halten. Boah, das ist so ein Witz, ne? Das ist so. Oh. So. Ah, ich hab meinen Teppich. Ja, ist schon geil, so ein Teppich, ne? Kann man jetzt auch. Oh, Gott sei Dank, muss ich. Ein bisschen beten. Du stinkst gleich wie ein Schwein. Zwiebelroh essen wäre lustiger gewesen. Boah, glaub mir. Probier mal. Knoblauch ist auch viel schlimmer. Ich auch, Alter. Zwiebel kann ich so essen, aber probiert mal einfach roh eine frische
Knobi zu essen. Das ist schon, das tut richtig, das brennt richtig. Ja, Knoblauch ist viel schlimmer. Das ist schon eine große Knolle, du. Nee, eine Zehe. Alter. Du kannst von mir aus die beiden Enden abbeißen. Nee, der hat wirklich das Größere rausgesucht. Nein, das ist nicht die Größte, ich schwöre es dir. Guck mal an, du hättest auch die hier haben können. Guck. Boah. Frisst du die? Ja, klar fress ich die. Alter, du wirst so stinken. Oh, boah, tut das weh. Ja, Prost, ne? No. Für den Teppich. Für den Teppich. Hoffentlich können wir den behalten. Knoblauch 10 gehen. Stört meist andere mehr wie einen selbst. Ja, mich wird's stören. Haben wir nicht auch eine Karte Pfefferminzöl? Das wäre doch mal schön. Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Boah, ich hasse das, das brennt so. Ist das ekelhaft. Was steht da? Und danach Russian Disco Party, bitte. Ihr werdet lachen, aber wir haben sogar ein Disco-Element. Ist kein Witz. Also wir haben noch eine Menge Scheiß hier vorbereitet. Ah, das tut weh! Oh. Aber es stinkt! Ja! Du hast dir den Teppich verdient. Wie lange darfst du den behalten? Ja, fuck, ich muss gleich... Oh, puh. Okay, das ist richtig gut. 10 Minuten, das ist... Du darfst den Teppich 10 Minuten behalten. Ihr, Alter, das ist doch ein Witz. Ihr glaubt nicht, wie selten diese Karte ist. Und wir haben die schon zweimal bekommen. Du darfst für mich ziehen. Mal gucken, was ich für einen Scheiß bekomme. Oh, das ist so ein Witz, ey. Was habt ihr in Uni-Zeit morgens immer Knobi gefuttert, damit ich im Hörsaal neben mir Platz hatte? Oh. Praktisch, gar nicht so schlecht. Ja, Moinsen. Ja, was ist hier los? Das geht gerade hier ab, wir sind hier auf dem Geisterdachboden. du hast so Glück, Bro. Echt? Ja. Schau mal, ich hab Glück, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen wunderschönen Schlafsack! Schlafsack! Oh, geil! Wo ist der? Der Schlafsack, kannst du dir aussuchen. Wir haben zwei hier. Ja. Schlafsack. Dann, was muss ich dafür machen und wie lange darf ich den behalten? 10 Minuten. Du, hier die Karte, ne? Ja. Du musst mich zum Lachen bringen. 3 Versuche hast du. Das schaffe ich nicht. 3 Versuche hat Sortes, mich zum Lachen zu bringen. Okay, warte. Ich weiß, wie ich es schaffe. Ach, scheiße. Guck mich an. Nein, das zählt doch nicht. Warte mal. Hey, warte. Nein. Geil. Ey. Das zählt. Okay. Also, ich war in der Kirche, ne? Ja. Da ja. War ein Pastor, der war richtig mies drauf. Aha. Der ist eigentlich dafür zuständig, dass er den Garten sauber hält. Mhm. Ne? Der schneidet die Rosen und so weiter. Was? Ja, der schneidet die Rosen, der kümmert sich halt um die ganzen Leute und nimmt ihre Sünden ab. Richtig guter Mann, aber der war jeden Tag, weil ich mir nochmal drauf, ne? Ich hab versucht, ihn zu kommentieren, aber es war kurz vor dessen, und er hat gesagt, ich muss auch nicht mal die Leute nachrichten, ich hab nicht gesagt. So, und dann ging auf einmal die Kammer auf und da stand eine wunderschöne Frau von mir, war aber der Pfarrer, ne? Hab ich gar nicht gewusst jetzt. Ah, okay. Ja, und dann hat er auf einmal so... Wieso lacht er denn nicht? Ja, weil es nicht witzig ist. Ist das witzig für euch? Ich hab mir extra... Ich glaube, es ist zu lang, weißt du? Ja, ich hab... Ich meine, der Plan war die ganze Zeit voll langweilig zu sein, bis dann irgendwann das... Weil ich... Hinter der Kamera steht ProSieben. Ja. Ja, das Problem ist jetzt, du hast noch 2 Versuche. Ich hab noch 2 Versuche, okay. Ja. Ich finde, der erste Lacher war gut. Ja. Ja, der war schon sehr geil, ne? Eigentlich, ja. Fuck, ey. Okay, ich versuch noch was. Ich weiß, wie du mich bekommst, aber du kannst es nicht bei der Kamera sagen, leider. Ich glaube, das ist das Problem. Okay. Michi. Ich werde nicht mehr lange leben. Das ist ja... Kannst du bitte meine Murmelsammlung behalten und in Ehren pflegen? Wir sehen uns wieder, mein Freund. Oh Mann! Ich hab gedacht, weil das Wort so dumm ist, dass du lachst, weil vorher alles so unlustig war. Mhm. Aber klappt nicht. Okay, einen habe ich noch, aber ich will mein Gesicht nicht zeigen so. Deshalb zeige ich nur dir das. Das ist eine Technik, eine uralte. Aus, okay. Eine uralte Technik der Indianer. Pass genau auf. Sorry, Mann, du Huren! Ich will dich erwürgen, Mann! Wieso muss er nicht lachen? Ey, oh, ich kann nicht mehr. Ja, scheiß auf den Schlafsack. Ich muss sagen, die allererste Chance, einmal sich angucken und machen. Genau, ja. Ah, ich hab verkackt. Ich war zu tief drin schon. Ja. Er war stets bemüht, ja. Ja, wo muss ich sagen? Er hat's wirklich versucht und das fand ich schön. Ach du. Ja, jetzt können wir die Zeit umdrehen und. Ja, und bitte zu mir einmal. Ja, oh, Alter, ich bin so fertig, ey. Eieiei.
Hast du außer dem Knoblauch sonst noch was gegessen? Birne. Ich habe eine Birne gegessen. Eine Birne hast du gegessen. Aber die hebe ich auf, weil wer weiß, wann ich eine Essenkarte bekomme, ne? Deswegen ist, ich könnte wahrscheinlich 24 Stunden hungern und kriege keine, deswegen... Was ist das für ein Geräusch? Ich höre es auch. Alter, von das komische Geräusch hier. Also hinter den Wänden wieder. Ja, ohne Scheiß jetzt. Ey, ich glaube, die sind wirklich... Das ist halt wirklich da... Wo ich hier drinne war, habe ich auch was gehört. Vielleicht sind die wirklich in der Wand. Da sind wirklich Luken. Nein, das ist Erwin. So, wer kriegt das jetzt? Ja, du bist, genau. Ja, das heißt, du ja, ziehst ist richtig, ist richtig. So, das ist ein bisschen verwirrend hier. Nee, okay, Licht an, aber Farbwahl. Licht darf an sein. Okay, und du kannst das Licht so wechseln, wie du Bock hast. Dann... Das ist eigentlich ganz entspannt. So, dann, aber dafür musst du was machen. Ach so, stimmt. Du musst dafür... Ich mache wirklich viel heute. Ich habe Tabasco organisiert. Ich habe wirklich Pech, ich habe gerade Knoblauch gegessen, jetzt muss ich Tabasco... Ja, immerhin Tabasco. Da was zu essen, das ist, soll sich mal nicht so aufkriegen. Ja, sorry. Komm, ich helfe dir. Okay. Oder willst du alleine machen? Ich gucke erstmal, ob der offen ist. Ich mach's vor der Kamera, einmal damit die es sehen. Aha, der muss schon gedacht. Oh, dass man das hier so sieht, zack. Alter, Sorte hat auf jeden Fall voll viel raufgeklatscht. Prost. Hier steht, erste Zutat ist rote Jalapeno Chili Schote, Klammer 42%. Ist nicht so scharf wie Knoblauch. Ah, das kann auch sein, weil du voll diesen scharfen Knoblauch hast, dass dein Geschmacksnerven jetzt... Weil der Knoblauch hat mir richtig wehgetan auf der Zunge und vielleicht deswegen. Ja, du hast jetzt deine Farbwahl und zwar... Die Zuschauer dürfen entscheiden, wie lange du die Farbwahl hast. Ah, okay, interessant. Entweder die Zuschauer schreiben A, okay, so lange wie die Sanduhr an ist, oder Zuschauer B, entscheiden so jetzt, unendlich lang. Wie lange ich jetzt das Licht bekomme. Also unendlich? Ja, B ist unendlich, das bedeutet, so lange wie du Bock hast. So, B haben wir schon mal. Der B ist unendlich, okay. Mal gucken, was die anderen noch sagen. Ja, finde ich aber auch ganz cool eigentlich, weil 10 Minuten wieder umstellen. Ey, wir haben wirklich viel schon, ne? Ein Teppich! Was für eine Farbe jetzt? Kann ja, das darfst du dir selber aussuchen. Aber, oh, boah, Alter, ist das... Aber Licht an, das bedeutet, du kannst sagen, das aus, das so und so, das so und so. Also du kannst alles selber hier... Wir haben jetzt dreimal B, so einmal A. Ah, jo, tatsächlich. Ja, einer dann schreibt bei mir auch B. Ja, dann heißt, okay, B. Wir haben fünfmal, viermal B. Ja, let's go. B. Selber aussuchen, hier, viel Spaß. Okay. Und das bleibt dann halt, bis irgendwann wieder irgendwas anderes kommt und sagt Licht aus oder so ein Scheiß. Okay, dann probiere ich, guck ich mal. Genau, was, guck einfach, das sieht aber geil aus. Ich wollte für euch eine schöne Stimmung zu machen. Ich guck, ja, mal, du ich kannst guck ja, mich mal ein bisschen. Ja, frag doch die Zuschauer, wie sie Bock haben, das ist so ein bisschen Frankfurt. Genau. ihr könnt ja mal sagen, was für eine Farbe ihr am schönsten findet. Ja, dann, also, Blau fand ich jetzt eigentlich auch richtig. Das ist cool. Das ist jetzt so rot. Blau ist auch ganz cool. Hä? Das ist geil. Vom ganzen Gehocke. Was ist das? Achso, das ist weißes so. Licht. Ey, ich finde Gelb eigentlich auch sehr schön. Ne? Das sieht so Standard aus. Ja, okay. Das ist irgendwie Standard. Coole an dem Blau ist, dass wir trotzdem noch zu sehen sind. Stimmt. Es sieht gruseliger aus. Wir könnten jetzt auch noch den hier ändern. Und zwar, kann ich euch mal kurz zeigen. Ach was. Na klar, du kannst den auf Weiß machen. Blau. Mhm. Oder wieder halt das Gelb, was wir eben hatten. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt Blau. Ich habe gerade Chili probiert, muss ab die Karte bekommen, habe aber einen Schleim dafür bekommen. Peel? Yeah. Sortes hat den Wasserkocher gewonnen. Richtig geil. Der Chat hat ausgesucht. Laser oder einen Wasserkocher. Ja. Das Problem ist dabei, wir brauchen jetzt ein Feuerzeug und andere Sachen, dass man überhaupt da was mitmachen kann. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich darauf sitzen? Was okay ist das? Ich habe was gewonnen und ich weiß nicht, was es ist. Das ist doch ein Stuhl, oder? Wie geil ist das denn? What the fuck? Das ist ein Tisch mit Sitzplätzen? Alter, ist das geil! Ich feiere das ja jetzt schon! Was habe ich denn hier gemacht? Das Geilste, wir haben das für unendlich bekommen. Wir haben eine Karte für die Unendlichkeit bekommen. Das ist geil, Alter. Ja, schon wieder sollte man was Schönes bekommen. Nein. Ein Mantel. Oh nein. Das Problem ist, er muss eine Aufgabe machen, er das bekommt. Was muss ich machen? Du musst. Oh nein, Mann. Bitte nicht, Alter. Bitte nichts Schlimmes. Ja, guck mal, für Sorte ist das doch einfach, oder, meine Damen und Herren? Bierechsen. Ein ganzes Bierechsen. Alter, ich kann jetzt keinen... Oh. Ich muss sagen, ich hab's mir schlechter vorgestellt.
Ich dachte so, ah, wer weiß. Ich hab's mir auch wirklich schlecht davon. Mit den Karten, aber es ist perfekt, auch mit dem Anfang gleich die Blume und so. Also ja. Der ganze Aufbau ist ja, als wäre es ein Skript. Aber ich finde, das macht auch Spaß. Ich finde, das auch macht das Spaß, weil der Chat mitmacht. Ja, der Chat ist so mega. Okay, dann unterhalt die Leute mal gerade. Und ich trinke in Ruhe dann extra das Bier. Perfekt geschafft. Super. Egal, Mann. 10 Minuten einfach mal warm. Ja, Sotus hat gerade eine Karte bekommen. Für 10 Minuten darf er es tragen. Oh, und die 10 Minuten gehen jetzt um. Oh, Alter, ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, ne? Oh, jetzt könnte ich einschlafen, so, ne? Ich habe ein Brettspiel gewonnen. Woo. Dann gucken wir mal, was du dafür tun musst. Ja. Oh, bitte nichts Schlimmes. Du musst. Oh, nee, Alter. Du musst die Gasmaske aufsetzen für einmal die gesamte Sanduhr. Zeig. Kein Scheiß. Gasmaske, Sand. Du musst Gasmaske auf. Alter, wie so. Oh mein Gott. Wir haben wieder irgendwelche Giftgase, die aus. Nein, ich muss die Gasmaske tragen. Hier ist deine Gasmaske. Viel Spaß. Ja. Die hatte ich vorher hier auf. Kannst du gerne mal aufnehmen. Mal. Guten Tag. Das ist auf jeden Fall sexy aus. Hier ist die Sanduhr. Ja. Dürfen wir das Brettspiel behalten? Und zwar. Filmer! Ja! Hallo. Ja, wir haben jetzt ein Brettspiel gewonnen. Jetzt spielen wir ein paar Runden. Oh, dann gib mal Wasser. Ja, warte. Bitteschön. Ich glaube, das Wärme, das zieht sofort hier weg, weil der Raum ist echt groß. Wir haben gerade einen Wasserkocher und wir haben ein Feuerzeug. Das heißt, wir können jetzt einen wunderschönen Cappuccino trinken. Oh, ich freue mich schon wirklich. Das ist der Tesla. Tesla Spule. Ja, und Sorte versucht jetzt. Nee. Soll ich das machen? Ja. Komm hier, dann nimm's. Das strömt aus. Wenn das klappt, ne? Nee. Das geht gar nicht. Okay. Nö, funktioniert doch nicht. Hä? Schaut mal, ich habe jetzt eine Karte gezogen. Kerze. Wir sind jetzt 12,5 Stunden on. Und ja, mal gucken, was ich jetzt dafür machen muss. Ich ziehe jetzt eine Gasmaske für 10 Minuten tragen. Dass ich diese Scheißkerze bekomme. Boah, ist das ätzend. Let's go. Ja, ich glaube, ich muss das machen. Ja, es sieht so aus jetzt. Leider, ich habe gerade eine Karte gezogen, 20 Minuten. Das heißt, ich kann die Karte jetzt, die Kerze 20 Minuten anmachen. Timer ist schon gesetzt. Es geht jetzt los. Ich mache die Kerze erstmal an. So, die Kerze habe ich jetzt angemacht. Die leuchtet auch richtig schön. Die wird uns gleich erstmal Wärme spenden. Ja, das ist schon ein heftiger Kerzenklopfer hier. Schon heftig, ne? Aber 20 Minuten kann ich die nur anhalten. Benutzen. Leider. Wir sind jetzt wach auch und. Wir haben zwei Kissen, Alter. Wir haben ja zwei Kissen, Luxus hier. Beide Kissen. Der ist weg, finde ich, weil der ist kacke. Der geht beide weg. Ja, ne? Wir geben unsere zwei Kissen jetzt weg. Kissen ab. Dafür kriegen wir ein Räucherstäbchen. Wenn der Chat das erlaubt. Ah, Dragon Quest. Mal gucken, ob der Chat was erlaubt. Gucken, ob das ist erlaubt. Zeit ist auch gleich wieder um. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ein Räucherstäbchen. Ach, der Chat sagt gar nichts, ne? Grausam. Okay, wir haben jetzt zwei Kissen weggelegt und dafür haben wir Räucherstäbchen bekommen, weil es halt einfach muffig ist. Du kannst mal die Wand mal aufnehmen. Das ist hier, aber da kommt der Muff auch her. 3D. 3D-Wand. Ach, Dragon Quest. Dragon Blut haben wir hier. Dragon Quest ist hier am Start, Mann. Ja, stimmt. Schleimi. Oh. Ja, der Sprung ist jetzt sehr groß geworden. Wir sind eingepennt. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden geschlafen, Sortes auch. Sind dann irgendwann um 2 Uhr aufgestanden. Müssen jetzt, glaube ich, noch 5 Stunden noch das überleben. Andi ist jetzt auch dabei gekommen. Der hat Lust gehabt, der hat das die ganze Zeit mitverfolgt. Und die letzten Stunden machen wir mit Andi und schaut, was passiert. Es wird lustig. Wie, warum sieht das so aus? Wie geht das? Es ist wieder dunkel geworden. Das Gas drin. Und die Kugel ist wieder hier bei uns. Boah. Ja, wir haben jetzt, wie lange sind wir live schon? 21 Stunden und 21 Minuten. Special Effects. Und wir haben einen neuen Mitglied. Und dann Gas. Andi ist hier reingeplatzt. Irgendein Edelgas. Sieht schon geil aus. Guck dir mal meine Hand an. Würde ich mal behaupten. Oh. Hallo Chat. Erstmal, Michael ist dran. Ich habe gerade ein Bonus-Item bekommen. Und ich sitze jetzt hier erstmal an einem Strandliege. Ja. Schon geil.
Ja, die zucken dort ein bisschen. Ich würfel mal für dich, ne? Ja. Unglaublich, ey. Geil. Zwei. Hammer. Wir haben gerade wieder das Brettspiel. Mischen! Yes. Mischen, geil. Es geht weiter, wir haben noch eineinhalb Stunden. Wir haben wieder viel Zeit. Du bleibst stehen, ne? Wir haben eine Mini. Was ist das vor? Ach, die Hantel holen. In den Kommentaren schreiben, wie viele Zuschauer gerade online sind. Also für jeden Zuschauer mache ich einfach, mache ich einmal eins und hoch. 17, okay. Oder mal. Mach ich, knie ich mir mal hin, dann seht ihr mich. Ich schlag mir nicht die Knie ein. Okay. Eins. Ein für Rohrpott. Dann einmal für Adam. Für dann schwarze Hand. Schwarze Hand, Ledle. Krammende. Krammende, die haben wir auch schon. Florian. Die Robben, genau. Die Robben. Oh, Alter, das sind doch 70 schon, oder nicht? Und danke für das Stream. Ja, Little Mermaid hast du schon, ne? Okay. Ich glaube, es sind 17 gewesen. Eine Minute noch, dann haben wir es geschafft. Ja. Boah, ich bin noch fertig. Ich auch, ich kann nicht mehr. Respekt. Respekt. Leute, ihr wart super, ey. Danke, wirklich danke. Tut mir leid, dass ein bisschen am Ende jetzt der Saft bei mir raus ist, aber ich denke mir so, boah. Du Arsch, schon fertig, ey. Was weiß ich, wie lange ich hier noch zugange bin. So, ich muss mich nochmal bei euch bedanken, wirklich für alles. Also bei jedem Einzelnen, der hier ein bisschen mitgeholfen hat. Auch wenn man nur Kommentare schreibt, meine Güte. Das hält uns am Leben, das hält uns wach. Voll. Ja, voll. Die Kommentare waren sehr, sehr wichtig. Vielen Dank nochmal für alle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 24 Stunden im Dachboden, irgendwo, nirgendwo. Und wir haben es überlebt. Erwin hat uns nicht gekriegt, Mann. Nee. Erwin hat uns nicht gekriegt. Wir haben es überstanden, auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Ist das geil. War guter Stream, mehr davon und mehr Hardcore-Karten im Deck. Ja, stimmt. Da muss ich gleich mal gucken, was los ist. Ich habe jetzt gar nichts mitbekommen. Ich bin froh, dass ich hier fertig bin, dass ich lebe, auch. Alter. Ich bin auch fertig. Leute, wir hören. Ich sage euch auch schon mal schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke für alles. Ja, Sortes ist in der Videobeschreibung. Das wird jetzt so seltsam, dass auf einmal alles, was wir danach besprechen, wieder privat ist. Ne? Ja, hier, ich zeig einmal einfach diese heftige Zahl, dass einfach 24 Stunden steht. Mal gucken. 24 Stunden und eine Minute. Es ist vorbei. Also, danke, Chat. Hat Spaß gemacht.